Hi Leute, ihr wisst ja, so ein Kanal, der finanziert sich auch nicht einfach durch, ja, ich sag mal, aus Luft und Liebe. Manchmal muss ich auch an mich selber denken, deswegen einfach, ja, auch mal Werbung machen in eigener Sache und das werde ich mit diesem Video tun. Vorher werde ich aber noch eine Ankündigung machen und zwar, ja, geht heute die erste Call-In-Show los. Ich habe es schon mal gesagt, wir wollten über Discord jetzt miteinander reden und das mache ich jetzt jeden Mittwoch erstmal zum Start. Ich gucke, wie das ankommt und heute ist der erste Mittwoch, an dem es losgeht und ich freue mich mega auf heute Abend. Ich bin mal gespannt, wer sich dann nachher bei mir meldet und ja, hier direkt mit mir sprechen möchte, direkt in der Sendung. Und ja, deswegen. Jetzt gibt es ein bisschen Werbung, aber ich denke, da werdet ihr mit klarkommen ab und zu. Einige von euch wissen ja, dass ich auch ein ja, eigenes Merchandise habe und jetzt kommt einmal Werbung in eigener Sache. Also wem das nicht gefällt, der kann natürlich gerne ausschalten, das Video überspringen, kein Thema. Ja, ich habe also Merchandise und jetzt habe ich ein neues Produkt, einen neuen Pullover. So ist der heute angekommen und ich mache den jetzt mit euch zusammen auf. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie der aussehen wird. Genau. So, da ist er. Okay. Fasst sich sehr gut an. Fühlt sich sehr gut an. Ist ein bisschen dünner als erwartet. Okay. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Kinofilm SWAT. Ich habe davon abgewandelt, habe ich jetzt mal einen SWAT-Pullover gemacht. Ich denke, einige werden das auf jeden Fall verstehen. Der eine oder andere kann da jetzt wahrscheinlich nichts mit anfangen. Ich finde es eigentlich ganz geil. Also ich mag ja sowieso dunkelblau. Also wer meinen Kanal kennt, der weiß sowieso, dass ich absolut stehe auf dunkelblau. Ist meine Lieblingsfarbe. Ja, ich meine Königsblau, Schalke 04 ist sowieso klar. Aber ja, ist ganz witzig gewesen. Ich bin mal, hab mal bei einer Arbeitsstelle gearbeitet. Da habe ich wirklich nur, ich arbeite ja im Büro und habe ich nur blaue Hemden wirklich getragen jeden Tag. Und mein Chef, der sagte schon, ey, was ist los mit dir, Junge? Hast du nichts anderes im Schrank? Und wie gesagt, blau steht mir halt am besten. Und deswegen auch dieser blaue Pullover. Also ich bin sehr gut damit zufrieden. Also wie gesagt, ich hätte gedacht, dass er ein bisschen dicker noch ist. Ist ein bisschen dünnes Material. Ich schau mal gerade. Ja. Das scheint alles sehr reißfest zu sein. Hier vorne noch eine schöne Bauchtasche. Also, wenn ihr das kaufen wollt, ich sag jetzt auch, aber auch schon mal, der Pullover ist jetzt nicht so günstig. Das hat aber einfach damit zu tun, dass ja, über den Shop, über den ich das aktuell mache, die nehmen halt hohe Gebühren tatsächlich. Und die verdienen da ungefähr die, also bei dem Pullover verdienen die ungefähr 2/3 an dem Pullover mit und 1/3 davon bekomme ich. Und ja, deswegen. Ihr wisst, ich bin jung und brauche das Geld, deswegen ein bisschen höherer Preis. Sobald ich da irgendwelche Möglichkeiten sehe, das auf jeden Fall günstiger zu machen. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen für mich. Sagt mir einfach Bescheid. Und ja, dann will ich da auf jeden Fall alles dran setzen, dass wir das auch in Zukunft günstiger hinkriegen. So, jetzt habe ich den nochmal komplett an. So sieht er aus. Genau. Also ich bin 1,83 Meter groß, wiege ungefähr 90 Kilo. Und ja, das ist jetzt Größe L, also mir passt der. Genau, ja, ich finde, es sieht ganz nice aus. Ansonsten, ja, war es das heute erstmal. Ich hoffe, ja, hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, haut rein, Dankeschön und
Wir sehen uns. Ciao.